Hallo meine YouTuber und YouTuberinnen. Und wir Sind. Zurück. Yeah. Yeah. Und jetzt mit einem neuen Video hier bei dengamerfritzen.de. Und ja, wir machen jetzt wieder Videos. Ja, endlich wieder Videos. Ja, endlich. Ja. Der Grund war jetzt folgender, und zwar, ich hatte kein Internet und kein PC bzw. Laptop. Habe jetzt allerdings wieder einen PC und eine perfekte Leitung. Übrigens 50K-Leitung, wovon 16K ankommen. Das ist schon richtig krass. Das ist schon richtig krass, ja. Wir haben vorhin mal einen Speedtest gemacht, du, da habe ich nicht so gut abgeschnitten. Nee, also ich habe gewonnen in dem Speedtest, obwohl ich auf dem Dorf wohne. Krass. Ja, wohnt auf dem Dorfland, eine bessere Leitung als ich. Ja, richtig auf dem Dorfland. Ja, und mein Kaff, also ich, ja, Kaff ist das trotzdem, wo ihr, ich wohne. Ihr seht jetzt hier gerade in dem kleinen Fenster, was ich hier links und rechts habe. Links bin ich, rechts ist der Simon und wir spielen hier Powder Game. Ja, Powder Game, das ist so ein geiles Game. Haben wir früher schon immer gespielt. Haben wir früher ganz oft gespielt, deswegen haben wir uns jetzt gedacht, das machen wir jetzt einfach mal so als Infovideo. Und ich nehme das mal auf. Keine Ahnung, pipapo, dies, das. Wir haben jetzt einfach mal Lust darauf gehabt. Ja. Um euch halt mal zu informieren, dass wir wieder da sind und wir neue Videos kommen werden. Aber, es ändert sich halt was, worüber wir Videos machen. Oh ja, und das ist jetzt folgendes, und zwar, wir werden jetzt uns spezialisieren auf App-Reviews, auf ältere Spiele, also auf Emulatoren. So, also das werde ich jetzt hauptsächlich machen. Was Simon macht, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Naja, wir müssen halt gucken, weil er braucht noch sein Handy, sein neues Handy, beziehungsweise mein altes Handy. Ja. Das kriegt er. Ja. Für einen Schnäppchenpreis. Das S2 für 40 Euro. Ja. Nee, ein bisschen mehr Brot. 47 mit Hülle und... mit allem drum und dran, mit dem ganzen Scheiß. Ja gut, das wollen die Zuschauer jetzt auch nicht wissen. Nee, das ist uninteressant. Also bitte. Ja, also bitte. Ich bitte dich, ja. Ja. Also groß, wir werden nichts weiter dazu sagen. Wir sind halt wieder da. Wir wollen halt, so App-Reviews machen über verschiedenste Android-Apps. Muss ich dann selbst mal gucken, ob ich das auch noch mache. Ich habe ja auch ein Handy. Und ich werde halt, wie gesagt, mit Emulatoren da ein bisschen rumspielen, mit alten Spielen und so, weil das ja doch noch einige gucken. Und ja, wie ihr wisst, ist mein Laptop nicht der beste. Deswegen. Ja, und Minecraft jetzt, was eigentlich unser Hauptspiel war auf dem alten Account, auf dem alten Account, was sage ich denn, nicht auf dem alten Account, sondern auf unserem Account, das werden wir jetzt nicht mehr so häufig machen. Halt nur, wenn wir drauf Bock haben, mal wirklich. Weil, ihr müsst es auch mal so sehen, Minecraft ist jetzt schon, ich sag mal, ein bisschen älter, doch kann man schon sagen. Ist ein bisschen ausgelutscht eigentlich. Ja, und es ist halt ausgelutscht. Minecraft ist wirklich, ausgelutscht, kann man doch wirklich so sagen, weil es spielen vielleicht noch viele, aber es will eigentlich niemand mehr auf YouTube jetzt wirklich so sehen. Ja, das gucken nicht so wirklich viele und da Fans zu finden ist, schwer als bei anderen Sachen. Ja. Ja. Genau. Ja. 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 Interessantes Game hier im Hintergrund. Ja, richtig, richtig interessant. Mhm. Aber wie wir das damals gesuchtet haben, ne? Ja, wir haben das damals wirklich, wir waren immer bei unserem Opa. Die Story kann man jetzt hier mal noch am Rande erwähnen, bevor wir jetzt das Video hier aufhören. Wir waren damals immer bei unserem Opa und da haben wir halt gutes Internet gehabt, beziehungsweise für damalige Verhältnisse gut. Ja, und damalige Verhältnisse auf jeden Fall besser als unser Internet damals. Ja, jetzt ist mein Internet... Damals hatte ich noch eine 2K-Leitung, also überleg dir mal eine 2K-Leitung. Ich hatte eine 0,03K-Leitung. Ja, auf jeden Fall, da haben wir das halt immer gespielt, da haben wir halt auch uns so Sachen rausgesucht und der Simon kam dann mal irgendwann mit diesem Game und da dachte ich so, yo, das ist es. Das ist es, Das haben wir lange gespielt, wirklich sehr lange. Ja, und dann haben wir uns halt mal überlegt, Minecraft hatten wir keine Lust, das jetzt hier zu machen, was ja mal dasselbe eigentlich ist. Deswegen haben wir einfach mal dieses Online-Spiel genommen. Wenn ihr selber spielen wollt, dann geht auf dann-ball.jp und da gibt es halt verschiedenste Games von dem Entwickler hier. Nicht nur das, sondern auch andere. Ja. Und ist so ein kleines Sandbox-Game heißt das, glaube ich, oder? Ich glaube, das ist Sandbox. Ja. Ich werde euch das auch nochmal verlinken in der Videobeschreibung, also hier den Link zu der Website. Wie gesagt, den Link muss ich verlinken, lass mich. Es macht halt wirklich viel Spaß und also zwischendurch kann man das wirklich mal spielen. Jo. Wir haben natürlich auch noch andere Spiele damals gespielt bei unserem Opa, aber ob wir die mal zeigen werden,
Glaube ich eher nicht. Ich glaube, nicht für YouTube geeignet. Nein, glaube ich nicht. Nee. Ja, gut. Also die Videos, die jetzt erstmal kommen werden, sind halt Apple-Videos und so eine alten Spiele halt über Emulatoren. Und was danach kommt, ja, das können wir uns noch nicht sagen. Ja, beziehungsweise könnten wir sagen, das wissen wir dann aber nicht, ob wir das dann auch hochladen werden. Weißt du, was ich meine, Brot? Ja, ich verstehe das schon. Müssen wir halt sehen, wenn wir drauf Bock haben, das hochzuladen, wenn es jetzt ein gutes Video ist. Ja, dann auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, ja. Gut, dann würde ich sagen, das war's auch mit dem kleinen Infovideo, beziehungsweise klein im Sinne von, es geht jetzt mittlerweile schon 6 Minuten. Ja. Aber ist ja auch nicht so schlimm jetzt. Wir wollten halt bloß mal sagen, dass wir wieder da sind, dass wir noch leben, Ja. dass wir nicht tot sind. Leider. Nein, Leider. Spaß. Ja gut, dann würde ich sagen, das war's jetzt für das Video und Ja, tschüss. tschüss.